Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist Dienstag, 15.10.2013. Wir schauen uns heute mal den Nasdaq an, denn der Nasdaq hat gestern als erster der großen Indizes ein neues Jahreshoch markiert. S&P Dow Jones hängen noch ein bisschen hinten dran. Auch der DAX hat dann im Future-Bereich auf Schlusskursbasis nochmal Gas gegeben und auf einen neuen Hoch geschlossen. Aber es ist schon beeindruckend, wie schnell die Scharte, die Korrektur im Rahmen von dem US-Shutdown eigentlich schon wieder ausgewetzt worden ist. Und das zeigt, dass der Markt, und das ist jetzt nicht keine neue Erkenntnis, die es seit heute gibt, doch relativ und nach wie vor relativ gesund ist, auch wenn das ein oder andere Mal wir so ein bisschen Zweifel hatten hinsichtlich der Marktbreite oder wie das alles enden wird in USA, wenn tatsächlich so eine Art Default oder so ein temporärer Default dann eintreten würde. Nichtsdestotrotz, die Märkte haben die Scharte in 3 Tagen wettgemacht, wenn man sieht, oder wenn man den letzten Tag mitnimmt, in 4 Tagen wettgemacht. Das, was man in zuvor ja 5, 6, 7 Tagen kaputt gemacht hat, und das ist letztlich ein positives Zeichen. Die Nasdaq, wie gesagt, mit einem neuen Hoch, auch der S&P, den schauen wir uns ganz kurz an, mit einem neuen oder mit einem neuen Verlaufshoch jetzt in dieser Aufwärtsbewegung. Auch das ist natürlich positiv zu werten. Hier ist der ES, den elektronischen Kontrakt, schauen wir uns an. Auch der hat eigentlich einen souveränen Tag hinter sich. Den DAX schauen wir uns auch an. Auch der hat dann letztlich auf einen neuen Verlaufshoch geschlossen, beziehungsweise wenn man so will und wenn man das wenn man irgendeinen prognostischen Nutzen draus hat, auch auf einem neuen Schlusskurs hoch. Aber letztlich, was wir hier sehen beim DAX, Potenzial haben wir noch auf jeden Fall Richtung 8850. Auch das haben wir zuvor schon mal gesagt. Beim S&P gehe ich davon aus, dass die Marke von 1700, die haben wir jetzt genommen, weiter nach oben verteidigt wird und dass wir auch hier ein neues Jahreshoch in Angriff nehmen. 1725 ist so die Linie, die Marke im Sand, die genommen wird. Was man jetzt sieht, und das fällt natürlich auf beim Blick auf die kurzfristigen Indikatoren, dass der Markt übergekauft ist. Das heißt, so der ein oder andere Ruhetag, der ist einzuplanen, insbesondere oder meiner Meinung nach erst nach dem Verfallstermin. Denn der Verfallstermin, der jetzt am kommenden Freitag stattfindet, ist typischerweise ein positiver Verfallstag. Der Oktoberverfall ist bullisch und meist ging es nach dem Oktoberverfall dann zunächst einmal ein paar Tage nach unten, bevor dann die Halloween-Rallye einsetzt, die ja dann, wie Sie wissen, am 30. November typischerweise, 30. Oktober typischerweise beginnt. Ja, wenn Sie zur Halloween-Strategie etwas mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen das Webinar von mir heute Abend. Um 18 Uhr geht's los und ich werde die Anmeldedaten nachher nochmal auf den Blog stellen. Jeder kann vorbeikommen, der Lust hat, und es kostet auch nichts. Und wenn Sie interessiert sind an Halloween-Strategie bzw. an dem Marktausblick für 2013, zumindest mal bis Weihnachten, dann empfehle ich Ihnen da einfach mal vorbeizuschauen. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wir weiter recht freundlich laufen werden. Ansonsten für die nächsten Tage dann jeweils wieder ein Update. Und morgen schauen wir uns dann auch mal wieder nach langer Zeit den DAX etwas ausführlicher an. Bis dann, alles Gute. Bye, bye. Ihr Heiko Seibel.